Mahlzeit. Mahlzeit. Schildkröte. Bitte schön. Und geht dir das gut? Auch soweit, ne? So. Einmal retour. Weißt du, was das Größte ist? Das Größte? Das Größte? Wenn ich Bier trinke, ne? Dann krieg ich kein Parkinson. Wenn du Bier trinkst, kriegst du keinen Parkinson. Ja. Die Krankheit. Ja. Die geht vom Bier weg, oder was? Die wird absorbiert. Absorbiert. Das wird vom Bier bekämpft. Aha. Das stand in der Zeitung drin. Wenn man Bier trinkt, kriegt man kein Parkinson. Aha. Jetzt kriege ich kein Parkinson, weil ich habe mich immer gesund verhalten. Ja. Das hast du nicht gewusst. Du könntest das hier mal irgendwo mit anschreiben, theoretisch, dass die Leute nicht nur sehen, dass in deine komischen Hortehüwüsse und in der Sülze und in der Spiegeleier E105 ist und wie die ganzen Bestandteile heißen, sondern dass in deinem Bier auch ein Bestandteil drin ist, der dafür sorgt, dass man gesund bleibt, wenn man Parkinson mal irgendwo eingefangen hat. In meinen Sachen ist überhaupt kein Sinn. Da sind keine E's, diese E... Farbstoffe. Na, ja, oder hast du immer noch die rot angestrichene Leuchtstoffröhre hier hinter, damit das ein bisschen gesunder wirkt, wenn da irgendwie Licht auf das Fleisch fällt, hier auf deinen gebackenen Topflappen und was du da alles liegen hast? Wieso? Wieso? Das ist... Wieso? Ja, ich frag ja nur. Du sagst, du brauchst kein E105. Nee. Ja, nee, ist dann auch nicht... Dann kannst du das gar nicht anders machen, wenn du die Sachen länger in deinen Vitrine halten willst, als wenn du da auch irgendwas mit dem Licht manipulierst, damit das gesünder aussieht. Ich manipuliere überhaupt nichts mit dem Licht, das weißt du doch ganz genau. Was soll denn das? Das ist ja nur eine Röhre drin, das ist alles. Das hat das doch gar nicht nötig. Die Sachen sind frisch, in Ordnung, wunderbar, fertig, aus. Aber Licht kann eine Menge verändern, Ingo. Ja, Licht kann eine Menge verändern. Ja, bei dir würde Licht auch mal eine Menge verändern, zum Beispiel. Was denn zum Beispiel? Ja, wenn es ein bisschen heller werden würde mal. Das Licht zu Hause, das ist doch begrenzt. Das sind doch normale Birnen, 60, 90 und 100 Watt. Ganz normal, genauso wie die Trommel in der Waschmaschine 60, 90, 100 Mal Umdrehung hat. Ich meine dir das mit dem Licht auch nur, dass sich das günstig auf die Sachen auswirkt, wie in Showgeschäft auch. In Showgeschäft, da sind die Leute, wenn du die ganz normal hinstellst jetzt. Ja, aber wieso ist doch alles... Wie gestern beim Grand Prix, vorgestern beim Grand Prix. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Hast du gesehen? Teilweise. Ja, ich habe mal rumgezappt. Ja. Die Leute, die da aufgetreten sind, die wären nicht das, was sie sind, wenn sie nicht auch angeleuchtet werden. Nee, dann wären sie im Dunkeln vor allen Dingen. Dann würde die Kamera das nämlich gar nicht filmen können. Ja, aber rotes Licht... Bessere Hautfarbe. Rotes Licht, ja, appetitlichere Wurst in der Auslage. Ja, das ist doch genau das Gleiche. Ja, natürlich ist das das Gleiche. Brauchst du mir doch nicht erzählen, das weiß ich auch. Das ist nun wirklich das ist ein alter Hut. Natürlich, die haben immer das Licht da, was sie da gut in Szene setzt und alles. Das ist doch klar. So normal. Das ist. Du hast doch keine Peilung von der ganzen Sache. Wieso habe ich keine? Du redest dich um Kopf und Kragen, Ingo. Du hast das gar nicht gesehen. Du weißt, du hast gesagt, du hast das nur teilweise gesehen. Du kannst doch gar nicht mitreden. Ja, das sieht doch aus wie in jeder anderen Sendung. Auch da stehen die Leute auf der Bühne, haben Mikrofone in der Hand und dann singen sie ein Lied. Ja und? Das und dann gibt's Licht dazu. Das wäre genauso, als wenn ich hier nie drin gewesen wäre und würde sorgen, dass das Bier schmeckt schlecht und das hilft mir nicht gegen Parkinson. Ich muss das doch vorher mal ausprobiert haben. Ich muss doch deine Wurst außen in der Außenwelt loben. Ja, was war denn jetzt mit dem Licht da so besonders, bitte? Was war Licht? Da sind Sachen in die Luft geflogen. Das war ein ganz komischer Grand Prix. Wieso? Dann machen Sie, das ist Pyro. Was ist das? Pyrozeug. Ja, wieso das? Pyropor? Pyro. Pyrostor? Pyrostor. Pyrotechnik ist das. Das gibt's auch in jeder Sendung mittlerweile, dass da irgendwie ein Vulkan hinten... Aber was hat denn das mit einem Chanson zu tun? Das war sowieso, weißt du was? Das heißt ja Grand Prix und die Sendung, die hieß Germany 12 Points. Hieß die Sendung, die hatte einen Namen. Ja. So, jetzt möchte ich mal wissen, wie viele Leute da eingeschaltet haben, weil sie gedacht haben, Schumacher fährt. Grand Prix, 12 Punkte. Da haben sie die Leute verwirrt. Da haben sie den ganzen Schumi-Gucker, haben sie damit auf einen unlauteren Wettbewerb ins erste Fernsehen gelockt. Meinst du? Ja. Dass die das sich angeguckt haben und dann haben sie nach einer Stunde gedacht, komisch, dass da nicht...
dass Schumi da nicht jetzt um die Ecke fährt? Nein, aber wenn man dann erstmal dabei bleibt, dann bleibt man dabei. Ja, du schaltest da einmal rein, dann siehst du, dass da jemand mit dem Mikrofon ein Lied singt, dann weißt du doch, dass das kein... Das perlt aber dein Bier, du. Ja, pass auf, dass du nicht wieder was verschüttest. Aber bitte, es ist gut gegen Parkinson, das sag ich dir. Schreib das auf, das ist wichtig. Und weißt du, was auch wichtig ist? Dass du das nicht so schüttelst, das Bier. Dann ist nämlich bald Parkinson und dann plätschert das wieder alles darunter. Nein, ich passe ja auf. Ja, aber darf ich bitte mal, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Das heißt ja Grand Prix Chanson, ne? Ja. Seit Jahren. Chanson. Ja, hieß schon immer so, nicht so, seit Jahren. Da waren aber Leute bei, das war gar kein Chanson, was sie gesungen haben. Das sag ich dir. Da war einer, der ist mit Polizeischutz auf die Bühne gekommen. Mit Leuten mit Helme auf und mit Schlagstöcke sind die auf die Bühne gekommen. Ach. Und dann haben sie noch einen Zettel hochgehalten. Das war eine Musikdemonstration oder was. Und er hat auch immer nur irgendwas gesagt. Ich habe das gar nicht verstanden. Was sind denn das für Lieder? Das ist doch nur... Ach Quatsch, der hat da wahrscheinlich irgendwelche Tänzer mitgehabt, die dann in so einem Kostüm drin waren. Das ist Amtsanmaßung, du kannst doch nicht einfach eine Uniform anziehen oder ein Helm. Die haben doch keine Polizeiuniform angehabt, hier wie so ein Schubo, der hier die Parkuhr leer macht. Das glaubst du doch. Parkuhren gibt's gar nicht mehr. Ja, du weißt doch, was ich meine. Nein, das weiß ich nicht, wenn du dich falsch ausdrückst. Du weißt dann es doch gar nicht. Dann stelle ich mich dumm. Ich verstehe es nicht. Du stellst dich dumm? Ja. Ach. Ja. Und dann war ein Mann da, so ein blonder Mann mit einem Feuerwerk, in einer Chanson-Veranstaltung. Ja, wieso? Das ist doch in der aktuellen Schaubude haben sie auch hinten mal einen Vulkan am Brennen oder irgendwas. Da ist Karle von Tiedemann. Wenn da ein Vulkan am Brennen ist, dann sieht der Mann zu, dass er sich in Sicherheit bringt. Das ist noch alte, solide Pappdekoration vom NDR. Du weißt doch genau, was ich meine. Was meinst du denn? Diese Pyrotechnik-Sachen. Aber das hat doch mit Chanson nichts zu tun. Wieso? Das ist doch nur, dass das Bild ein bisschen... Ich versuch dir das doch klar zu machen. Dieser Mann, das war ein blonder Mann mit Feuerwerk. Ja. Wie heißt der? Das weiß ich doch nicht, blonder Mann mit Feuerwerk. Wie soll der heißen? Blonder Mann mit Feuerwerk. Ja, blonder Mann mit Feuerwerk. So einer aus der Popmusik, der hat auch gar nicht richtig... Ach, Scooter meinst du, oder was? Scooter. Dieser mit den kurzen Haaren, mit dieses lange Elend mit den kurzen blonden Haaren, da hat er noch zwei Kollegen dabei, bisschen dickere. Was? Die sind zu dritt. Scooter, das ist eine Band. Autoscooter? Nein, Scooter heißt das. Heißen die zu dritt, das ist eine Band. Der ist da auch aufgetreten. Der Blonde, das ist der blonde Mann mit dem Feuerwerk. Ja, und noch mit den beiden anderen zusammen. Ja, und weißt du was, der sollte ein Lied singen. Ja. Und weißt du, was er die ganze Zeit immer nur gemacht hat? Er hat so ein... Gib mir mal eine Zitrone. Was ist denn jetzt schon wieder? Gib mir bitte mal eine Zitrone, Ingo. Ja. So, er hatte so ein Ding in der Hand. Mit einem Kabel dran. Ja, ein Mikrofon. Ja. Was glaubst du? Aber das sah Bürste, aus nicht wie ein Mikrofon, sondern wie eine Zitrone. Und dann hat er immer. Hallo, 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 hallo. Hyper, 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 hat er immer gemacht. Das ist doch, Ingo, ist das ein Chanson? Sag mir bitte, ob das jetzt ein Chanson war, was du gehört hast. Ja, das ist. Hyper, 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 hyper. Das ist doch kein Chanson. Also pass mal auf, Titsche, wenn du da gestanden hättest mit einer Limone und deinem Bademantel auf der Bühne und du hättest da reingesungen, wäre das wahrscheinlich jetzt nicht groß rausgekommen im Fernsehen. Ja, das kommt auch nicht groß raus, das sag ich dir. Und zwischendurch sind immer irgendwelche Sachen in die Luft geflogen. Hyper, 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 ist ja klar. Ja, und dann ist er immer so rumgelaufen. So und ho, 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 ho und so. Und die anderen hatten auch eine Uniform an. Die anderen Leute mit einem Schlagstock. Das hat auch mit Chanson nichts mehr zu tun, Ingo. Schlagstock. Komm, das brauchst du doch nicht. Die kann ich nämlich jetzt gleich nochmal abwaschen, wenn du die hier ansabberst und dann kommt die da rein, weißt du? Das ist doch mit der Seite nach unten. Ja, mit der Seite nach unten. Das ist deine Vorstellung von Sauberkeit. Ne, hier kauft doch sowieso keiner was von deinen komischen Früchten. Wieso? Das muss trotzdem sauber sein. Das sind Lebensmittel im Laden, öffentlich, zugänglich. Das muss alles sauber sein. Ja, was heißt das? Das muss alles sauber sein. Willst du mir sorgen, dass du dich mit dem Gesundheitsamt gut stellst? Dann muss ich aber laut lachen. Wie gut? Ich brauche mich da gar nicht mit gut stellen, weil alles in Ordnung ist. Alles tipptopp. Sowieso. Normal. Ist ganz normal. Ja, dann kannst du das ja da wieder abspülen und dann tust du das da rein und machst das sowieso die Schale da wieder ab. Oder nicht? Das die ist doch keiner mehr. Du lenkst auch total vom Thema ab. Ja, was willst du denn jetzt mit dem Halber-Halber? Ich wollte dir mal sagen, dass dieser Mann,
Der singt doch kein Shangsang. Nein, der singt doch gar nicht. Das ist doch Technomusik. Früher das war doch, das gut. Hier die jungen Butchis, die immer hier mit den Hosen so rumlaufen, die sie in den Kniekehlen haben. Die treten doch hinten immer auf und dann sind die Hosen kaputt. So. Ja. Und sind wir jetzt einen Schritt weiter? Nee. Ich wollte dir nur mal sagen, dass das viel besser wäre, wenn da wieder richtige Lieder wären in den Wettbewerb und nicht einfach Leute, die halber machen. Ja. Zum Beispiel, was zum Thema passt. Wir haben doch jetzt Frühling. So. Ein Frühlingslied. Wenn der Frühling kommt, dann schenke ich dir Tulpen aus Amsterdam. Kennst du zum Beispiel? Ja, natürlich. 1000 rote, 1000 blaue, 1000 braune, 1000 gelbe. Alle sagen dir dasselbe. Was du nicht sagen kannst, doch die Tulpen aus Amsterdam. Ja. So, sowas. Ja. Das ist eine Melodie. Man kann auch nur Lieder über Jutta Speidel machen, die den Mann, der da gesagt hat, ich habe überhaupt keinen Kaffee. Kein Auto. Kein Auto. Was? Ich habe überhaupt kein Auto, hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, ich habe keinen Kaffee. Das waren. Ich habe überhaupt keinen Kaffee, hat er gesagt. Quatsch, das war ein Werbefilm für Kaffee und er hat gesagt, ich habe gar kein Auto. So war das. Ich habe keinen Kaffee, das macht doch gar keinen Sinn. Warum denn nicht? Du hast ja auch manchmal keinen Kaffee. Das ist doch Quatsch, das hat doch mit dem Auto zu tun gehabt. Sie ist doch reingekommen, sie ist reingekommen bei dem Film, weil sie dachte, dass er ihr Auto zugeparkt hat. Und dann hat er gesagt, ich habe keinen Kaffee mehr. Nein, er hat ihr einen Kaffee gemacht sogar, einen Cappuccino oder irgend sowas. Und dann war der Kaffee alle. Und beim nächsten Mal hat er keinen Kaffee mehr gehabt. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe gar kein Auto, weil er damit sagen wollte, ach sag mal, das ist doch lächerlich. Was willst du eigentlich damit? Weißt du eigentlich was? Weißt du, warum die Leute alle durchdrehen und warum Jutta Speidel ihren Mann ohne Kaffee verloren hat? Soll ich dir das mal sagen? Weshalb die Leute durchdrehen? Die drehen alle und durch. Jutta Speidel? Im Moment, Jutta Speidel ist ein prominentes Beispiel für die Leute, die im Moment gerade alle durchdrehen. Ja, dann sag mir das mal. Weil es zu warm ist. Weil es zu warm ist. Der 17. März war der wärmste Mittwoch seit Aufzeichnung in der Wetterkarte drinne. Was war das? Das war der wärmste Tag, der wärmste Mittwoch seit Aufzeichnung in der Wetterkarte drin. Der wärmste Mittwoch? Ja. Der wärmste Mittwoch? Ja. Die gucken sich alle mittwochs an? Ja, das können sie. Ach Quatsch. Hast du bitte gesehen, wie warm das war? Und ich will dir was sagen. Hör doch auf, das kann doch nicht der... Die Leute haben alle gesagt... Ditsche, das war nicht der... Wenn das überhaupt irgendwas war, dann war das nicht der wärmste Mittwoch, sondern der wärmste... Was war das für ein Datum? Weiß ich jetzt nicht mehr. Der wärmste Mittwoch, der 17. Nein. Ich weiß, was ich sag. Mach mir bitte mal noch ein Bier. Das weißt du eben nicht. Machst du mir bitte noch ein Bier? Ja, mach ich dir gleich. Moment mal. Was denn? Aber es kann ja wohl nicht der wärmste Mittwoch gewesen sein. Guck, da überleg doch mal, im Juli, August. Der wärmste Mittwoch im März natürlich. Ja, das ist meine ich. Ja, das ist doch sowieso klar. Wir haben doch jetzt März. Das ist sowieso klar. Ja. Das ist sowieso so, klar. Und jetzt sag ich dir was. Die Leute haben alle gesagt, hurra, das ist schönes Wetter. Aber ich sag dir, sie sind alle in das Licht geführt worden. Deswegen drehen sie alle nämlich durch. Weil das ist ungewöhnlich, dass das um diese Zeit warm ist. Sie sind alle betrogen worden. Das stand in der Zeitung, hurra, es ist schönes Wetter und prima und alle Leute freuen sich. Und dann haben sie die Leute fotografiert, die lächelnd irgendwo an der Alster liegen und so weiter. Aber in Wahrheit sag ich dir, dass das eigentlich vertuscht wird, dass das eine Klimakatastrophe ist. Das sag ich dir, das ist eine Klimakatastrophe, dass das im März so warm ist. Und ich sag dir lieber, ich friere lieber bis in August und weiß aber, dass alles in Ordnung ist mit der Welt, wenn ich die Wahl hätte. Darf ich bitte mal mein Bier? Ja. Du frierst bis in August. Ich sag mal nur jetzt als Beispiel. Anstatt dass ich am 17. März mir ohne Gedanken machen rausgehe und denke, es ist Sommer. Das denkst du doch sowieso. Guck dich doch mal an. Der Wärm von innen, der ist innen isoliert, das sag ich dir. Und von außen kann da sowieso nichts durch, weil von deinen komischen Hordehü-Würstewände hier brennen, das ganze Öl an der Decke geht und runtertropft. Und dann hier auf meinen Mandel sich wie ein Tau im Morgen legt sich das auf. Und jetzt will ich dir trotzdem mal, darf ich dir das bitte mal sagen? Ja, natürlich. Wenn das am 17. März 20 Grad ist und am 20. März 17 Grad, mal als Beispiel, dann hat das was mit dem Treibhauseffekt zu tun. Ja.
Treibhauseffekt ist das Stichwort. Ja, ist mir klar. Du weißt nicht, was das ist. Ja, du weißt, was das ist. Ich weiß das. Na, dann erklär mir das mal bitte. Was ist denn der Treibhauseffekt? Was ist denn das? Ist er im Treibhaus drin? Das sagt man. Und wird er rausgelassen oder was ist das? Den lässt keiner raus. Was? Ach, der bleibt. Sag mir mal, was der treibt. Das möchte ich jetzt mal wissen. Das ist gefährlich. Jetzt möchte ich gerne mal wissen von dir, was ist der Treibhauseffekt? Kannst du mir den erklären mit 5 Sätzen? Gib mir mal eine Zeitung. Eine was? Eine Zeitung. Ich zeig dir das. Gib mir eine Zeitung und so einen Becher. So. Gib mir bitte mal eine Zeitung. Ja, du, lass doch mal die Becher los. Du kriegst ja einen. Gib mir bitte den Becher und eine Zeitung. Hör mal zu. Ja. Du brauchst hier nicht hinter den Tresen zu greifen. Wenn du einen Becher haben willst, dann fragst du mich, dann gebe ich dir. Habe ich gemacht, einen. Aber ich habe ihn noch nicht. Nee, gibst du mir mal einen Becher. Ja, gibst dann mir gib mir mal bitte den Becher. Ja. So. Und bitte eine Zeitung. Du hast doch dort die alten Bildzeitung. Gib mir das bitte mal her. So. So. Und nun? So. Das ist die Erde. Die Bildzeitung ist die Erde. Das. Bildzeitung ist die Erde. So. Ja. Alufolie bitte. Mm. Alufolie. Ich pass auf. Ich weiß, was ich mache. Gib mir das bitte mal. Gib mir bitte mal Alufolie. Ditsche. Ja. Hier wird nichts verkleckert. Nein. Gib mir das bitte mal. Och nee. Gib mir bitte mal Alufolie. Ja, ja. Entweder willst du eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen, oder du willst es nicht. Weißt du, durch dich habe ich noch nie irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis. So, jetzt pass auf. Pass mal auf jetzt! Das läuft doch über! Ja, das ist die Oberflächenspannung. So. Und das jetzt, läuft doch über! So, und jetzt pass auf. Das ist die Klimasituation. Die Klimasituation ist bei dir eine ganz andere, wenn das nicht da wegkommt. Und jetzt kommt das hier oben auf. Und jetzt geht es... Steigt das auf, das Bier, das ist im Warnleben. Lass das bitte mal, das ist in der Natur. Das läuft mir hier in Tresen rein, jetzt reicht mir das gleich. Das ist das Grundwasser, das versickert in der Erde drinne. Und oben geht das hoch und steigt auf und dann perlt das ab von der Decke und wird nach unten reflektiert. Und das ist ein einziger Zirkel, ein einziger Kreislauf, der dafür sorgt, dass die Polkappen abschmelzen. Sag mal, kannst du jetzt das bitte sind mal die Polkappen. Nimm jetzt mal hier die Alufolie. Deine Polklappen schmelzen jetzt auch gleich. Jetzt lass ich die Finger da weg. Ich kann das austrinken, das ist mein Bier. Ich glaub, lass das bitte da stehen, ich trinke das aus. Ich wollte dir das nur erklären. Nee, das lasse ich da ganz bestimmt nicht stehen, weil wenn hier Kunden reinkommen und sehen hier so eine Pischeschale hier auf dem Tresen stehen, dann werde ich das schon gleich erklären. Ende. So, das ist die Klimakatastrophe. Das ist eine ganz andere Katastrophe. So entsteht das. Das ist praktisch die Luft, die erhitzt wird und das Wasser, die Feuchtigkeit, die entsteht und die hochsteigt in das Universum und von oben aber abprallt und wieder runterfällt. Und dadurch verschiebt sich die Zeit und die Erdumdrehung und die Polkappen schmelzen ab. Pass mal auf, das war das letzte Mal, dass du hier irgendwie Alufolie oder eine Tüte oder ein Bonche oder eine Schüssel oder irgendwas von mir kriegst. Und weißt du, wozu das? Wenn du so eine Scheiße hier... Ego, kannst du mir mal zuhören, bitte? Das tut mir leid, ich mach das nicht nochmal. Ich wollte dir das nur wissenschaftlich erklären. Die Zeitung kann ich auch wegschmeißen. Wie in Knopfhoff-Show, da haben die das auch gemacht, so ähnlich. Hier ist aber keine Knopfhoff-Show. Aber du willst doch mal was lernen, willst du ewig dumm bleiben. Wie bitte? Was will ich bleiben? Ja, was die Wissenschaft angeht. Ewig dumm bleiben? Ja, oder ungebildet. Ungebildet. Weißt du was? Ich glaube, es hackt bei dir. Weißt du was? Die Wale werden in Kiel angeschwemmt. Das ist ein Ergebnis von der Klimakatastrophe. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Ja, dann kannst du ja da mal hingehen mit deiner Schale mit Bier voll, wenn das die Klimakatastrophe ist. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Hör auf. Die Katzen haben viel größere Köpfe in der letzten Zeit. Hast du das schon mal gesehen? Genau. Und die haben auch nur noch 3 Beine mit einmal. Wer ist ein Spinner, bist du? Weißt du was? Ich bin ein Spinner. Ingo, weißt du, warum das überhaupt alles passiert? Das wegen den Asteroid, der jetzt gerade vor kurzer Zeit 43.000 Kilometer an der Erde vorbeigeflogen ist. Der hat den wärmsten März seit Aufzeichnung der Wetterkarte in Gang gesetzt. Weil er ist an der Erde vorbeigeflogen und hat sie erhitzt im Vorbeifliegen. Aha.
Und ich sag dir, noch was, das stand in der Zeitung drin. Ja. Und ich sag dir noch was, wenn die nur, das, der kommt ja von ganz oben aus dem Weltall, kommt der angeflogen. Im Weltall gibt es überhaupt kein oben, du so Spinner. Kommt oben und unten, der kommt von da angeflogen, dann fliegt der ganz knapp hier dran vorbei. Ja. So, und dann passiert Folgendes, wenn der im Weltall nur 3 Grad ein bisschen geneigt ist, dann fliegt er nämlich nicht 43.000 Kilometer an der Erde vorbei, sondern schlägt vielleicht da hinten in eine hohe Luftschusslinie ja. ein. Ja, so, dann siehst du aber alt aus. Ja, hast du Schwein gehabt. Ja. Und wenn das 3,5 Grad ist, dann haut der Asteroid hier oben auf dein Imbiss. Ja, und? Ja, dann kannst du die Bude zumachen. Ja, wieso? Die ist dann in dem Moment wahrscheinlich zugemacht, wenn der hier... Wieso? Das ist doch ganz normal. Das passiert alle naslang sowas. So schnell kannst du das doch gar nicht merken. Abend. Moin. Guten Tag. Was kann ich anbieten? Was gibt's? Allerhand. Aber ich will was mitnehmen. Pommes, ja? Pommes? Mit Ketchup. Mit Ketchup? Bier. Was hast du da? Warsteiner, Pressburgern. Ja, nee, Warsteiner. Warsteiner. Mitnehmen dann, ne? Kleine Pommes? Ja, reicht. Das reicht. Ach, Mensch. Scheiß Wetter. Darf ich Sie mal was fragen? Aber ja. Haben Sie den Jesus-Film schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Haben Sie ihn gesehen? Hätte ich mir jetzt gedacht. Weshalb? Weil ich so aussehe? Einfach nur so. Er guckt sich immer gerne Filme an. Ich kann das doch fragen. Ja. Und wie war er denn? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen und ich habe das in der Zeitung gelesen. Können Sie doch mitreden über das Thema? Blutrünstig, ne? Das habe ich auch gelesen. Ja. Er ist blutrünstig, ne? So sagt man, ja. Er, steht der in der Film. Der Film. Ich bin nicht blutrünstig. Sehe ich blutrünstig aus? Nee, du siehst bestimmt nicht blutrünstig aus. Ich bin an und für sich ein Wissenschaftler, das sag ich Ihnen. Aber Ingo will das nicht wahrhaben, dass ich Ihnen die komplexen Zusammenhänge erkläre. Jetzt möchte ich mal wissen, weil das war nämlich brutal. Das habe ich in der Zeitung gelesen. Und das waren lauter Fehler, waren auch noch übrigens. Fehler? Da waren Fehler in dem Film. Da war zum Beispiel ein Mikrofon zu sehen in eine Blutlache ja, von Jesus. Ja, das ist ja nur normal in Filmen, dass man... In einem Jesus-Film, dass man ein Mikrofon sieht, damals gab es doch noch gar keine Mikrofone. Ja, aber die haben den Film ja auch nicht damals gedreht, sondern aber die Leute sollen das denken. Das denkt doch keiner. Ja, und gehen Sie da rein? Trotz dieser Fehler? Mich interessiert viel mehr, dass das so brutal gemacht ist, ja. ne? Ja. Dass der Jesus-Film so brutal gemacht ist, haben Sie ja gesagt, das ist wie ein Horrorspielfilm. Ja. Und das finde ich nicht richtig. Aber immerhin reden wir drüber, ne? Deshalb vielleicht. Oder? War schon ein kleines oder ein großes? Ach, ein großes bitte. Jetzt ein großes. Weil ich finde, wenn man Jesus schlecht darstellt im Film, das kann man nicht machen. Wenn man das blutrünstig zeigt, Ingo, ja. dann muss man das wieder gut machen. Dann muss sich doch was gegen aufbauen. Das kann man doch nicht einfach so hinnehmen. Nee, kann man auch nicht. Da müsste man demonstrieren, ne? Demonstrieren. Das ist eine gute Idee. Ja, aber wie? Wie würden Sie das denn machen? Gegen den Jesus-Film demonstrieren? Gegen Jesus demonstrieren. Nein, nicht gegen Jesus. Jesus war ein guter Mann. Aber der hat ja auch geholfen und der hat auch viele Wunder gemacht. Der hat nicht immer nur im Blut gebadet, wie das in dem Film gezeigt wird. Und ich meine, wenn sein ehrhaftes Ansehen in den Dreck gezogen wird und die Politiker nichts dagegen machen, dann müssen wir selber... Wir sollten uns den erstmal angucken, den Film. Ja? Ja, man kann ja vorher schon was machen. Ach, da gibt es vielleicht noch andere Sachen. Was denn? Das glaube ich auch. Zum Beispiel sollte man vielleicht demonstrieren gegen den Grand Prix. So, einmal die Pommes. Danke. Danke. Soll ich schon aufmachen? Nö, 3,65 sind das. Ingo, du könntest doch zum Beispiel mal. Du könntest doch zum Beispiel mal was dagegen machen. Das hat der Mann ja ganz richtig gesagt. Was soll ich jetzt dagegen machen? Der Herr ganz richtig gesagt. Wir könnten uns doch zum Beispiel mal was überlegen. Mach mal 4. Das ist so eine Zulage für die Unterhaltung hier. 4. Oder lass es ganz so. Lass es ganz so. Ist okay. Herzlichen Dank. Ja, nicht? Ich meine, man wird ja nicht... Jünger. Man wird nicht häufig so gut unterhalten. Ja, das ist... Krieg ich von dem bitte was ab? Wie bitte? Er hat dir doch mehr Geld gegeben. Das hat er doch gemacht. Schönen Abend wenn er noch. Okay.
Alles klar, danke. Herzlichen Dank. Tschüss, und wir können uns ja nochmal wegen der Demo, nicht? Oder nochmal überlegen, was wir überhaupt machen wollen. Genau. Und wogegen überall. Okay? Ja. Tschüss. Danke sehr. Das ist ein kluger Mann. Du musst auch jeden ansammeln, der hier reinkommt, ne? Das ist ein kluger Mann. Du kannst doch mal mit deinem Imbiss, kann ich bitte noch ein Bier haben? Ja. Weißt du was? Hör mir mal zu jetzt. Das ist mir wirklich ein bisschen peinlich. Du, kannst du dir einmal die Klappe halten, wenn hier Leute kommen, einfach nur sich was rausholen wollen oder was auch immer? Das ist gleich mit Jesus und dem ganzen Scheiß. Das wollen die Leute doch nicht wissen von dir. Aber das hat mich doch interessiert. Ja, gut. Dich hat das interessiert, ja. Aber ob ihn das interessiert hat. Das ist ein normales, angenehmes Gespräch. Er hat doch zum Beispiel auch gesagt, dass das irgendwie eine gute Idee ist, dass man dagegen demonstrieren kann. Na, der kleine Mann, wenn die Politiker nichts gegen sowas machen, dann müssen wir das, bei dir musst du anfangen. Du kannst doch mal eine Jesuswoche machen. Das machst du bis Himmelfahrt. Och, eine Jesuswoche. Jetzt geht das wieder los. Erst soll ich Dschungelwoche machen, Jesuswoche. Ja, was soll ich denn noch? Ich will dir mal was sagen. Solange du das nicht beherzigst, was ich an guten Geschäftsideen für dich habe, komm ich doch immer wieder mit an. Eine Jesuswoche kannst du machen. Was soll ich denn machen? Gebratene Sandale oder was? Was? Ja, was soll denn das für ein Quatsch, Jesuswoche? Was soll ich denn da anbieten? Oder Rosenkranz auf Toast oder wie? Eine Currywurst ohne Ketchup zum Beispiel. Damit du auch mal das Blutrünstige rausmachst. Och, Quatsch. So, und dann machst du hier mal Salate. Currywurst ohne Ketchup. Römersalat. Das passt zum Thema. Scheiße. So, und dann rufst du Hagenbeck an, dann fragst du, ob sie dir noch einen Esel und eine Kuh und ein Schaf noch zur Verfügung stellen. Ja, natürlich. Dann mach ich noch einen Streichelzoo hier in der Ecke, ne? Nein, das ist zu viel. Du hast richtig einen an der Marmel, ne? Was willst du hier denn noch alles machen? Du kannst auch noch mal ein Daumenkino aufbauen da oder was? Weißt du was? Du hast einfach nichts zu tun. Das ist dein Problem. Deswegen musst du dir immer so eine Scheiße ausdenken, mit der du hier anrückst. Jesuswoche. Weißt du, was das ist? Du hast nichts zu tun, mein Freund. Weißt du, was das ist? Was ist das denn? Das habe ich gekauft. Ingo. Hör auf. Das habe ich gekauft. Und zwar gestern, als ich da draußen rausgekommen bin. Da draußen sind noch immer die Kinder vor der Tür, die auf der Wolldecke ihre alten Puppen verkaufen. Natürlich, ja. Und ihre Kassetten. Mit Pferdelieder und so. Ja. Und die haben mir das verkauft. Und ich dachte nämlich wegen Tiere und so weiter. Das ist nämlich eine Krötenwanderung. Und das habe ich gekauft für 20 Cent, weil ich wollte Schildkröte mal eine Freude machen. Ach so, ach ja. Pass mal auf, ich will dir das mal sagen. Hast du ein gutes Geschäft gemacht. Hör dir das mal an. Was? Das ist eine Kröte. Das ist eine reine Kröte. So macht eine Kröte. Ja. Schildkröte, hör mal hier. Ach komm, du lass ihn doch in Ruhe. Das bist du, Schildkröte. Hör dir das mal an, bitte. Das hat auch die gleiche Farbe wie deine Jacke. Halt die Klappe. Ich hab Feierabend. Ja. Die da aufgetreten sind, die wären nicht das, was sie sind, wenn sie nicht auch angeleuchtet werden. Nee, dann wären sie im Dunkeln vor allen Dingen. Dann würde die Kamera das nämlich gar nicht filmen können. Ja, aber rotes Licht, bessere Hautfarbe. Rotes Licht, ja, appetitlichere Wurst in der Auslage. Ja, das ist doch genau das Gleiche. Ja, natürlich ist das das Gleiche. Brauchst mir doch nicht erzählen, das weiß ich auch. Das ist nun wirklich das ist ein alter Hut. Natürlich, die haben immer das Licht da, was sie da gut in Szene setzt und alles. Das ist doch klar. Das ist doch normal. Das ist... Du hast gar keine Peilung von der ganzen Sache. Wieso habe ich keine? Du redest dich um Kopf und Kragen, Ingo. Du hast das gar nicht gesehen. Du weißt, du hast gesagt, du hast das nur teilweise gesehen. Du kannst doch gar nicht mitreden. Ach, das sieht doch aus wie in jeder anderen Sendung auch. Da stehen die Leute auf der Bühne, haben Mikrofone in der Hand und dann singen sie ein Lied. Ja und? Das wäre dazu. Das wäre genauso, als wenn ich hier nie drin gewesen wäre und würde sagen, dass das Bier schmeckt schlecht und das hilft mir nicht gegen Parkinson. Ich muss das doch vorher mal ausprobiert haben. Ich muss doch deine Wurst außen in der Außenwelt loben. Ja, was war denn jetzt mit dem Licht da so besonders, bitte? Was war Licht? Da sind Sachen in die Luft geflogen. Das war ein ganz komischer Grand Prix. Wieso? Dann machen Sie, das ist Pyro. Was ist das? Pyrozeug. Ja, wieso das Styropor? Pyro. Pyrostor? Pyrostor. Pyrotechnik ist das. Das gibt's auch in jeder Sendung mittlerweile, dass da irgendwie ein Vulkan hinten... Aber was hat denn das mit einem Chanson zu tun? Das war sowieso, weißt du was? Das heißt ja Grand Prix und die Sendung, die hieß Germany 12 Points.
hieß die Sendung, die hat einen Namen. Ja. So, jetzt möchte ich mal wissen, wie viele Leute da eingeschaltet haben, weil sie gedacht haben, Schumacher fährt. Grand Prix, 12 Punkte. Da haben sie die Leute verwirrt, da haben sie den ganzen Schumi-Gucker, haben sie damit auf einen unlauteren Wettbewerb ins erste Fernsehen gelockt. Meinst du? Ja. Dass die das sich angeguckt haben und dann haben sie nach einer Stunde gedacht, komisch, dass da nicht, dass Schumi da nicht jetzt um die Ecke fährt? Nein, aber wenn man dann erstmal dabei bleibt, dann bleibt man dabei. Ja, du schaltest da einmal rein, dann siehst du, dass da jemand mit dem Mikrofon ein Lied singt, dann weißt du doch, dass das kein... Das perlt aber dein Bier, du. Ja, pass auf, dass du nicht wieder was verschüttest. Aber bitte, es ist gut gegen Parkinson, das sag ich dir. Schreib das auf, das ist wichtig. Und weißt du, was auch wichtig ist? Dass du das nicht so schüttelst, das Bier. Dann ist nämlich bald Parkinson und dann plätschert das wieder alles darunter. Nein, ich passe ja auf. Ja, aber darf ich bitte mal, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Das heißt ja Grand Prix Chanson, ne? Ja. Seit Jahren. Chanson. Ja, hieß schon immer so, nicht so, seit Jahren. Da waren aber Leute bei, das war gar kein Chanson, was die gesungen haben. Das sag ich dir. Da war einer, der ist mit Polizeischutz auf die Bühne gekommen. Mit Leuten mit Helme auf und mit Schlagstöcke sind die auf die Bühne gekommen und dann haben sie noch einen Zettel. Ingo. Yeah. So. Er hatte so ein Ding in der Hand mit einem Kabel dran. Ja, ein Mikrofon. Ja. Das glaubst du? Aber das sah aus oder nicht was? Wie ein Mikrofon, sondern wie eine Zitrone. Und dann hat er immer. Hat er immer gemacht. Das ist doch, Ingo, ist das ein Chanson? Sag mir bitte, ob das jetzt ein Chanson war, was du gehört hast. Ja, das ist... Das ist doch kein Chanson, also Ingo. Also pass mal auf, Titsche, wenn du da gestanden hättest mit einer Limone und deinem Bademantel auf der Bühne und du hättest da reingesungen, wäre das wahrscheinlich jetzt nicht groß rausgekommen im Fernsehen. Ja, das kommt auch nicht groß raus, das sag ich dir. Und zwischendurch sind immer irgendwelche Sachen in die Luft geflogen. Hyper, ist ja klar. Ja, und dann ist er immer so rumgelaufen. So und ho, 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 ho und so. Und die anderen hatten auch eine Uniform an. Die anderen Leute mit dem Schlagstock, das hat auch mit Chanson nichts mehr zu tun, Ingo. Schlagstock, komm, das brauchst du doch nicht. Die kann ich nämlich jetzt gleich nochmal abwaschen, wenn du die hier ansabberst und dann kommt die da rein, weißt du? Das ist doch mit der Seite nach unten. Ja, mit der Seite nach unten. Das ist deine Vorstellung von Sauberkeit. Ne, mit der hier Seite kauft doch sowieso keiner was von deinen komischen Früchten. Wieso? Das muss trotzdem sauber sein. Das sind Lebensmittel im Laden, öffentlich, zugänglich. Das muss alles sauber sein. Ja, was heißt das? Das muss alles sauber sein. Willst du mir sorgen, dass du dich mit dem Gesundheitsamt gut stellst? Dann muss ich aber laut lachen. Wie gut? Ich brauche mich da gar nicht mit gut stellen, weil alles in Ordnung ist. Alles tipptopp. Sowieso. Normal. Ist ganz normal. Ja, dann kannst du das ja da wieder abspülen und dann tust du das da rein und machst das sowieso die Schale da wieder ab. Oder nicht? Das die ist doch keiner mehr. Du lenkst doch total vom Thema ab. Ja, was willst du denn jetzt mit dem Halber-Halber? Ich wollte dir mal sagen, dass dieser Mann, der singt doch keinen Chanson. Nein, der singt doch gar nicht. Das ist doch Technomusik. Früher das war doch, das gut. Hier die jungen Butchis, die immer hier mit den Hosen so rumlaufen, die sie in den Kniekehlen haben. Die treten da hinten immer auf und dann sind die Hosen kaputt. So. Ja. Und sind wir jetzt einen Schritt weiter? Nee. Ich wollte dir nur mal sagen, dass das viel besser wäre, wenn da wieder richtige Lieder wären in den Wettbewerb und nicht einfach Leute, die halber machen. Ja. Zum Beispiel, was zum Thema passt. Jetzt, wir haben doch jetzt Frühling. So. Ein Frühlingslied. Wenn der Frühling kommt, dann schenke ich dir Tulpen aus Amsterdam. Kennst du zum Beispiel? Ja, natürlich. 1000 rote, 1000 blaue, 1000 braune, 1000 gelbe. Alle sagen dir dasselbe. Was du nicht sagen kannst, doch die Tulpen aus Amsterdam. Ja. So was. Ja. Das ist eine Melodie. Man kann auch nur Lieder über Jutta Speidel machen, die den Mann, der da gesagt hat, ich habe überhaupt keinen Kaffee. Kein Auto. Kein Auto. Was? Ich hab Pyro. Was ist das? Pyrozeug. Ja, wieso das? Styropor? Pyro. Pyrostor? Pyrostor. Pyrotechnik ist das. Das gibt's auch in jeder Sendung mittlerweile, dass da irgendwie ein Vulkan hinten... Aber was hat denn das mit einem Chanson zu tun? Das war sowieso, weißt du was? Das heißt ja Grand Prix und die Sendung, die hieß Germany 12 Points. Hieß die Sendung, die hat einen Namen. Ja. So, jetzt möchte ich mal wissen, wie viele Leute da eingeschaltet haben, weil sie gedacht haben, Schumacher fährt. Grand Prix, 12 Punkte.
Da haben sie die Leute verwirrt. Da haben sie die ganzen Schumi-Gucker, haben sie damit auf einen unlauteren Wettbewerb ins erste Fernsehen gelockt. Meinst du? Ja. Dass die das sich angeguckt haben und dann haben sie nach einer Stunde gedacht, komisch, dass da nicht, dass Schumi da nicht jetzt um die Ecke fährt? Nein, aber wenn man dann erstmal dabei bleibt, dann bleibt man dabei. Ja, du schaltest da einmal rein, dann siehst du, dass da jemand mit dem Mikrofon ein Lied singt, dann weißt du doch, dass das kein... Aber dein Bier, du. Ja, pass auf, dass du nicht wieder was verschüttest. Aber bitte, es ist gut gegen Parkinson, das sag ich dir. Schreib das auf, das ist wichtig. Und weißt du, was auch wichtig ist? Dass du das nicht so schüttelst, das Bier. Dann ist nämlich bald Parkinson und dann plätschert das wieder alles darunter. Nein, ich passe ja auf. Ja, aber darf ich bitte mal, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Das heißt ja Grand Prix Chanson, ne? Ja. Seit Jahren. Chanson. Ja, hieß schon immer so, nicht so, seit Jahren. Da waren aber Leute bei, das war gar kein Chanson, was die gesungen haben. Das sag ich dir. Da war einer, der ist mit Polizeischutz auf die Bühne gekommen. Mit Leuten mit Helme auf und mit Schlagstöcke sind die auf die Bühne gekommen und dann haben sie noch einen Zettel hochgehalten. Das war eine Musikdemonstration oder was und der hat auch immer nur irgendwas gesagt. Ich habe das gar nicht verstanden. Was sind denn das für Lieder? Das ist doch nur... Ach Quatsch, der hat da wahrscheinlich irgendwelche Tänzer mitgehabt, die dann in so einem Kostüm drin waren. Das ist Amtsanmaßung, du kannst doch nicht einfach eine Uniform anziehen oder ein Helm. Die haben doch keine Polizeiuniform angehabt. Hier wie so ein Schubo, der hier die Parkuhr leer macht. Das glaubst du doch. Parkuhren gibt's gar nicht mehr. Ja, du weißt doch, was ich meine. Nein, das weiß ich nicht, wenn du dich falsch ausdrückst. Du weißt es doch gar nicht. Dann stelle ich mich dumm. Ich verstehe es nicht. Du stellst dich dumm? Ja. Ach. Ja. Und dann war ein Mann da, so ein blonder Mann mit einem Feuerwerk, in einer Chanson-Veranstaltung. Ja, wieso? Das ist doch in der aktuellen Schaubude haben sie auch hinten mal einen Vulkan am Brennen oder irgendwas. Da ist Karle von Tiedemann. Wenn da ein Vulkan am Brennen ist, dann sieht der Mann zu, dass er sich in Sicherheit bringt. Das ist noch alte, solide Pappdekoration vom NDR. Du weißt doch genau, was ich meine. Was meinst du denn? Diese Pyrotechnik-Sachen. Aber das hat doch mit Chanson nichts zu tun. Wieso? Das ist doch nur, dass das Bild ein bisschen... Ich versuche dir das doch klar zu machen. Dieser Mann, das war ein blonder Mann, mit Feuerwehr. Ja, los, du Christian. Gib mal bitte den Becher und eine Zeitung. Hör mal zu, du brauchst hier nicht hinter den Tresen zu greifen. Wenn du einen Becher haben willst, dann fragst du mich, dann gebe ich dir. Habe ich gemacht, aber ich habe ihn noch nicht. Nee, gibst du mir mal einen Becher, Gib mir mal bitte den Becher. Ja. So, und bitte eine Zeitung. Du hast doch dort die alten Bildzeitung. Gib mir das bitte mal her. So. So. Und nun? So. Das ist die Erde. Die Bildzeitung ist die Erde. Das? Bildzeitung ist die Erde. So. Ja. Alufolie bitte. Mm. Alufolie, pass auf. Ich weiß, was ich mache. Gib mir das bitte mal. Gib mir bitte mal Alufolie. Ditsche. Ja. Hier wird nichts verkleckert. Nein, gib mir das bitte mal. Och nee. Gib mir bitte mal Alufolie. Ja. Entweder willst du eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen, oder du willst es nicht. Weißt du, durch dich habe ich noch nie irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis. So, jetzt pass auf. Pass mal auf jetzt! Das läuft doch über! Ja, das ist die Oberflächenspannung. So. Und das jetzt, läuft doch über! So, und jetzt pass auf. Das ist die Klimasituation. Die Klimasituation ist bei dir eine ganz andere, wenn das nicht da wegkommt. Und jetzt kommt das hier oben auf. Und jetzt geht es... Steigt das auf, das Bier, das ist im Warnleben. Lass das bitte mal, das ist in der Natur. Das läuft mir hier in Tresen rein, jetzt reicht mir das gleich. Das ist das Grundwasser, das versickert in der Erde drinne. Und oben geht das hoch und steigt auf und dann perlt das ab von der Decke und wird nach unten reflektiert. Und das ist ein einziger Zirkel, ein einziger Kreislauf, der dafür sorgt, dass die Polkappen abschmelzen. Sag mal, kannst du jetzt das bitte sind mal die Polkappen. Nimm jetzt mal hier die Alufolie. Deine Polklappen schmelzen jetzt auch gleich. Jetzt lass ich die Finger da weg. Ich kann das austrinken, das ist mein Bier. Ich glaube, lass das bitte da stehen, ich trinke das aus. Ich wollte dir das nur erklären. Nee, das lasse ich da ganz bestimmt nicht stehen, weil wenn hier Kunden reinkommen und sehen hier so eine Pischeschale hier auf dem Tresen stehen, dann ist gleich Ende. So, das ist die Klimakatastrophe. Das ist eine ganz andere Katastrophe. So entsteht das. Das ist praktisch die Luft, die erhitzt wird und das Wasser, die Feuchtigkeit, die entsteht und die hochsteigt in das Universum und von oben aber abprallt und wieder runterfällt. Und dadurch verschiebt sich die Zeit und die Erdumdrehung und die Polkappen schmelzen ab.
Pass mal auf, das war das letzte Mal, dass du hier irgendwie Alufolie oder eine Tüte oder ein Bonche oder eine Schüssel oder irgendwas von mir kriegst. Und weißt du, wozu das? Wenn du so eine Scheiße hier... Ego, kannst du mir mal zuhören, bitte? Das tut mir leid, ich mach das nicht nochmal. Ja. Ich wollte dir das nur wissenschaftlich erklären. Die Zeitung kann ich auch wegschmeißen. Wie in Knopfhoff-Show, da haben die das auch gemacht, so ähnlich. Hier ist aber keine Knopfhoff-Show. Aber du willst doch mal was lernen, willst du ewig dumm bleiben. Wie bitte? Was will ich bleiben? Ja, was die Wissenschaft angeht. Ewig dumm bleiben. Ja, oder ungebildet. Ungebildet. Ich meine, jetzt reicht mir das gleich. Das ist das Grundwasser. Das versickert in der Erde drinne. Und oben geht das hoch und steigt auf und dann perlt das ab von der Decke und wird nach unten reflektiert. Und das ist ein einziger Zirkel, ein einziger Kreislauf, der dafür sorgt, dass die Polkappen abschmelzen. Sag mal, kannst du jetzt das bitte sind mal die Polkappen. Nimm jetzt mal hier die Alufolie. Deine Polklappen schmelzen jetzt auch gleich. Jetzt lass ich die Finger da weg. Ich kann das austrinken, das ist mein Bier. Ich glaub, lass das bitte da stehen, ich trinke das aus. Ich wollte dir das nur erklären. Nee, das lasse ich da ganz bestimmt nicht stehen, weil wenn hier Kunden reinkommen und sehen hier so eine Pischeschale hier auf dem Tresen stehen, dann werde ich das dann schon gleich erklären. Ende. So, das ist die Klimakatastrophe. Das ist eine ganz andere Katastrophe. So entsteht das. Das ist praktisch die Luft, die erhitzt wird und das Wasser, die Feuchtigkeit, die entsteht und die hochsteigt in das Universum und von oben aber abprallt und wieder runterfällt. Und dadurch verschiebt sich die Zeit und die Erdumdrehung und die Polkappen schmelzen ab. Pass mal auf, das war das letzte Mal, dass du hier irgendwie Alufolie oder eine Tüte oder ein Bonche oder eine Schüssel oder irgendwas von mir kriegst. Und weißt du, wozu das? Wenn du so eine Scheiße hier... Ego, kannst du mir mal zuhören, bitte? Das tut mir leid, ich mach das nicht nochmal. Ja. Ich wollte dir das nur wissenschaftlich erklären. Die Zeitung kann ich auch wegschmeißen. Wie in Knopfhoff-Show, da haben die das auch gemacht, so ähnlich. Hier ist aber keine Knopfhoff-Show. Aber du willst doch mal was lernen, willst du ewig dumm bleiben. Wie bitte? Was will ich bleiben? Ja, was die Wissenschaft angeht. Ewig dumm bleiben. Ja, oder ungebildet. Ungebildet. Weißt du was? Ich glaube, es hackt bei dir. Weißt du was? Die Wale werden in Kiel angeschwemmt. Das ist ein Ergebnis von der Klimakatastrophe. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Ja, dann kannst du ja da mal hingehen mit deiner Schale mit Bier voll, wenn das die Klimakatastrophe ist. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Hör auf. Die Katzen haben viel größere Köpfe in der letzten Zeit. Hast du das schon mal gesehen? Genau. Und die haben auch nur noch drei Beine mit einmal. Wer ist ein Spinner, bist du? Weißt du was? Ich bin ein Spinner. Ingo, weißt du, warum das überhaupt alles passiert? Das wegen den Asteroid, der jetzt gerade vor kurzer Zeit 43.000 Kilometer an der Erde vorbeigeflogen ist. Der hat den wärmsten März seit Aufzeichnung der Wetterkarte in Gang gesetzt. Weil er ist an der Erde vorbeigeflogen und hat sie erhitzt im Vorbeifliegen. Aha. Und ich sag dir noch was, das stand in der Zeitung drin. Ja. Und ich sag dir noch was, wenn die nur, der kommt ja von ganz oben aus dem Weltall, kommt der angeflogen. Im Weltall gibt es überhaupt kein oben, du so Spinner. Kommt oben und unten, der kommt von da angeflogen, dann fliegt der ganz knapp hier dran vorbei. Ja. So, und dann passiert Folgendes, wenn der im Weltall nur 3 Grad ein bisschen geneigt ist, dann fliegt er nämlich nicht 43.000 Kilometer an der Erde vorbei, sondern schlägt vielleicht da hinten eine hohe Luftschusssenke und die hochsteigt in das Universum und von oben aber abprallt und wieder runterfällt. Und dadurch verschiebt sich die Zeit und die Erdumdrehung und die Polkappen schmelzen ab. Pass mal auf, das war das letzte Mal, dass du hier irgendwie Alufolie oder eine Tüte oder ein Bonche oder eine Schüssel oder irgendwas von mir kriegst. Und weißt du, wozu das? Wenn du so eine Scheiße hier... Ego, kannst du mir mal zuhören, bitte? Das tut mir leid, ich mach das nicht nochmal. Ja. Ich wollte dir das nur wissenschaftlich erklären. Die Zeitung kann ich auch wegschmeißen. Wie in Knopfhoff-Show, da haben die das auch gemacht, so ähnlich. Hier ist aber keine Knopfhoff-Show. Aber du willst doch mal was lernen, willst du ewig dumm bleiben. Wie bitte? Was will ich bleiben? Ja, was die Wissenschaft angeht. Ewig dumm bleiben. Ja, oder ungebildet. Ungebildet. Weißt du was? Ich glaube, es hackt bei dir. Weißt du was? Die Wale werden in Kiel angeschwemmt. Das ist ein Ergebnis von der Klimakatastrophe. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Ja, dann kannst du ja da mal hingehen mit deiner Schale mit Bier voll, wenn das die Klimakatastrophe ist. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Hör auf. Die Katzen haben viel größere Köpfe in der letzten Zeit. Hast du das schon mal gesehen? Genau. Und die haben auch nur noch 3 Beine mit einmal. Wer ist ein Spinner, bist du? Weißt du was? Ich bin ein Spinner. Ingo,
Weißt du, warum das überhaupt alles passiert? Das wegen den Asteroid, der jetzt gerade vor kurzer Zeit 43.000 Kilometer an der Erde vorbeigeflogen ist. Der hat den wärmsten März seit Aufzeichnung der Wetterkarte in Gang gesetzt. Weil er ist an der Erde vorbeigeflogen und hat sie erhitzt im Vorbeifliegen. Aha. Und ich sag dir noch was, das stand in der Zeitung drin. Ja. Und ich sag dir noch was, wenn die nur, das, der kommt ja von ganz oben aus dem Weltall, kommt der angeflogen. Im Weltall gibt es überhaupt keinen oben, du So Spinner. Kommt oben und unten, der kommt von da angeflogen, dann fliegt der ganz knapp hier dran vorbei. Ja. So, und dann passiert Folgendes, wenn der im Weltall nur 3 Grad ein bisschen geneigt ist, dann fliegt er nämlich nicht 43.000 Kilometer an der Erde vorbei, sondern schlägt vielleicht da hinten eine hohe Luftschüssel ein. Dann siehst du aber alt aus. Ja, hast du Schwein gehabt. Ja. Und wenn das 3,5 Grad ist, dann haut der Asteroid hier oben auf dein Imbiss. Ja, und? Ja, dann kannst du die Bude zumachen. Ja, wieso? Die ist dann in dem Moment wahrscheinlich zugemacht, wenn der hier... Wieso? Das ist doch ganz normal. Das passiert alle naslang sowas. So schnell kannst du das doch gar nicht merken. Abend. Moin. Guten Tag. Was kann ich anbieten? Was gibt's? Allerhand. Aber ich will was mitnehmen. Pommes, ja? Pommes? Mit Ketchup. Mit Ketchup? Bier. Was hast du da? Warsteiner, Pressburgern. Ja, nee, Warsteiner. Warsteiner. Mitnehmen dann, ne? Kleine Pommes? Ja, reicht. Das reicht. Ach, Mensch. Scheiß Wetter. Gib mir bitte mal Augenfolie. Ja. Entweder willst du eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen, oder du willst es nicht. Weißt du, durch dich habe ich noch nie irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis. So, jetzt pass auf. Pass mal auf jetzt! Das läuft doch über! Ja, das ist die Oberflächenspannung. So. Und das jetzt, läuft doch über! So, und jetzt pass auf. Das ist die Klimasituation. Die Klimasituation ist bei dir eine ganz andere, wenn das nicht da wegkommt. Und jetzt kommt das hier oben auf. Und jetzt geht es... Steigt das auf, das Bier, das ist im Warnleben. Lass das bitte mal, das ist in der Natur. Das läuft mir hier in Tresen rein, jetzt reicht mir das gleich. Das ist das Grundwasser, das versickert in der Erde drinne. Und oben geht das hoch und steigt auf und dann perlt das ab von der Decke und wird nach unten reflektiert. Und das ist ein einziger Zirkel, ein einziger Kreislauf, der dafür sorgt, dass die Polkappen abschmelzen. Sag mal, kannst du jetzt das bitte sind mal die Polkappen. Nimm jetzt mal hier die Alufolie. Deine Polklappen schmelzen jetzt auch gleich. Jetzt lass ich die Finger da weg. Ich kann das austrinken, das ist mein Bier. Ich glaub, lass das bitte da stehen, ich trinke das aus. Ich wollte dir das nur erklären. Nee, das lasse ich da ganz bestimmt nicht stehen, weil wenn hier Kunden reinkommen und sehen hier so eine Pieschischale hier auf dem Tresen stehen, dann werd ich das, das schon gleich erklären. Ende. So, das ist die Klimakatastrophe. Das ist eine ganz andere Katastrophe. So entsteht das. Das ist praktisch die Luft, die erhitzt wird und das Wasser, die Feuchtigkeit, die entsteht und die hochsteigt in das Universum und von oben aber abprallt und wieder runterfällt. Und dadurch verschiebt sich die Zeit und die Erdumdrehung und die Polkappen schmelzen ab. Pass mal auf, das war das letzte Mal, dass du hier irgendwie Alufolie oder eine Tüte oder ein Bonche oder eine Schüssel oder irgendwas und von weißt mir kriegst. Du, wozu wenn das du so eine Scheiße hier... Ego, kannst du mir mal zuhören, bitte? Das tut mir leid, ich mach das nicht nochmal. Ja. Ich wollte dir das nur wissenschaftlich erklären. Die Zeitung kann ich auch wegschmeißen. Wie in Knopfhoff-Show, da haben die das auch gemacht, so ähnlich. Hier ist aber keine Knopfhoff-Show. Aber du willst doch mal was lernen, willst du ewig dumm bleiben. Wie bitte? Was will ich bleiben? Ja, was die Wissenschaft angeht. Ewig dumm bleiben. Ja, oder ungebildet. Ungebildet. Weißt du was? Ich glaube, es hackt bei dir. Weißt du was? Die Wale werden in Kiel angeschwemmt. Das ist ein Ergebnis von der Klimakatastrophe. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Ja, dann kannst du ja da mal hingehen mit deiner Schale mit Bier voll, wenn das die Klimakatastrophe ist. Die ganze Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Hör auf. Die Katzen haben viel größere Köpfe in der letzten Zeit. Hast du das schon mal gesehen? Genau. Und die haben auch nur noch 3 Beine mit einmal. Wer ist ein Spinner, bist du? Weißt du was? Ich bin ein Spinner. Ingo? Weißt du, warum das überhaupt alles passiert? Das wegen den Asteroid, der jetzt gerade vor kurzer Zeit 43.000 Kilometer an der Erde vorbeigeflogen ist. Der hat den wärmsten